Echt klasse. Das ist also eine Replikation von der vom Stirn-Generator mit Bedini gekoppelt. Ja, das, was ich da auf meinem Kanal mal Segelohrenbobmaschine nannte. Jetzt in richtiger Profi-Ausführung mit wunderbar schön einstellbaren Schlitten auf ein 10. Millimeter, 100. Millimeter genau einstellbar. Sehr schön. Ja, die Ausgänge hier noch nach meiner Originalanleitung hat er es gebaut, ne, hat er geschrieben. Ich habe das ja damals noch mit stinknormalen Gleichrichterbrücken dann einfach rausgeleitet. Jetzt würde ich die als Bedini-Spule extra nochmal anschließen, Doppel-Bedini draus machen. Aber er hat ja geschrieben, dass ich eine umbauen kann nach Lust und Laune. Aber bevor ich das tue, erstmal testen, wie er so funktioniert. Ja, doch, durchaus. Ich habe jetzt eine Position gefunden. Es war nicht im Solid State, aber ihr hört's. Das ist deshalb, weil das Ladegerät hier mal kurz geht's an, dann geht's mal wieder aus, dann geht's mal wieder an, aber er hält sich selbst und die Lampe, ne, vorhin waren wir beim Rekord beim Toms-Generator bei 0,8, ist jetzt immerhin bei nur 200 Ohm mehr. Also das ist wirklich ein Fliegenschiss, ne, von der Helligkeit her wirklich fast zu vergleichen mit dem vorhin vom Sky-Generator. Geht halbwegs. Der hängt jetzt praktisch parallel am Ausgang mit. Wenn ich den jetzt direkt hier an den Wechselstromanschluss nehme, nee, da reicht es dann nicht mehr aus. Also hier geht es dann wirklich nur, wenn man an den Bedini-Ausgang mit rangeht. Schönes Teil dabei. Und von der Stromaufnahme her sind wir hier auch nicht schlecht. Pendelt immer so zwischen 60 und 100 mA hin und her bei 12 Volt. Sogar ein bisschen unterhalb von 12 Volt sehe ich gerade. Aha. Also auch nicht verkehrt. Ja, natürlich hat sich Martin auch ein paar Gedanken gemacht. Der ist an dem ganzen Thema, ich glaube, schon ein bisschen länger dran als viele von uns, länger als ich zumindest, mit welchem Bastler der da schon zusammen gebastelt hat, echte Ikonen. Ja, auf den ersten Blick seht ihr natürlich, normaler Bedini-Schaltkreis, ne? Das hat er hier mit dazu geschrieben. Wenn die Schaltung nur im Solid State betrieben werden soll, kann anstelle des Lüftermotors, ne, praktisch anstelle dieses Ding da, auch ein kleiner Trafo verwendet werden. Ja, können wir machen. Das ist jetzt aber wieder interessant hier. Hier schreibt er, mit einem Kondensator parallel zur Triggerspule kann der Bedini als Meissner-Oszillator obere mechanische Anregung des Rotors, wie zum Beispiel bei einem Geigerzähler, anschwingen. Geigerzähler funktioniert also ähnlich. Ist ja cool. Also hier ein verstellbarer Kondensator, hier ein normaler Kondensator und hier und dann der Schalter für einen Solid-State-Modus sozusagen. Was haben wir denn hier noch? C1 ist auf die Frequenz, Eigenfrequenz abgestimmt. Mit C2 kann die Resonanz genau abgestimmt werden. Zum Beispiel Drehkondensator aus einem alten Radio. Aha, da sind die also drin. Haha, was haben wir denn hier noch? Russischer Geigerzähler, DP, der Martin, der ist ja deshalb Tschernobyl-Worker, er hat amtlich ab und zu in Tschernobyl unterwegs. Und hier hat er gesagt, dass das der Meissner-Oszillator, dass das Meissner-Oszillator-Teil davon ist. Sehr schön. Na gut, hier vorne, das bringt uns nicht ganz so viel, wenn wir da die genauen EEPROM-Bezeichnungen nicht so richtig haben, ne? Ansonsten ein paar Röhren und
unser altbekannter Meissner Oszillator. Cool. Thank you.